So, hallo viele Freunde. Heute machen wir das Videothema, wie kann ich steigern? Wie kann ich eine Auktion gewinnen? Was muss ich machen? Wie einfach geht's? Also, fangen wir mal an, wie immer. Zuerst muss ich mich mal einloggen. Wenn ich registriert bin, habe ich einen Benutzernamen und ein Passwort. Mit dem melde ich mich an. Oder geht auch nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Machen wir es halt nochmal. Dauert lang, aber ist schon da. Ja, wie immer kann man jetzt am Anfang, hat man die Verwaltung da, das grüne Kästchen, Einstellungen, Kleinanzeigen, Auktionen, Multilevel Marketing, Stammbaum. Wir brauchen aber nichts ändern, sondern wir wollen ja was steigern. Also gehen wir ganz einfach mal zuerst auf die Auktionen, was wir uns vorher schon ausgesagt haben. Schauen wir uns mal an. Da haben wir eine Katze, eine Testkatze, die uns besonders gut gefällt und die wir heute kaufen wollen. Am Foto sieht man scharf, da haben wir die Testkatze. Jetzt sieht man bei der Testkatze, sieht man alles, also wie lange es noch drin steht, den Startpreis, den Sofortkaufpreis, also wenn wir es jetzt einfach kaufen wollen und sagen 150 ist mir die Testkatze wert, dann würde ich da auf den Sofortkauf-Button drücken. Und die Katze würde uns gehören. Da rechts übrigens ist noch die Adresse vom Besitzer. Kann man den Besitzer kontaktieren. Da sind dann die Verkäuferbewertungen, positiv, neutral, negativ. Und die Bilder, also wie es halt alles ausschaut. Wir wollen uns aber jetzt an den Mindestpreis herantasten. Wir wissen ja nicht, es könnte jetzt sein, dass der Mindestpreis ja bei 90 Euro ist, wie der Startpreis ist, oder er ist bei 150, wie beim Sofortkaufpreis, und kann sie jetzt herantasten und sagen, okay, ich biete mal 91 Euro. Gehen wir mal 91 Euro ein, dann geben wir ein Gebot ab. So, und was steht jetzt da? Der Mindestpreis wurde nicht erreicht. Sie sind derzeit der Höchstbietende. Okay, Höchstbietender bin ich ja, aber der Mindestpreis ist nicht erreicht. Das heißt, er hat einen höheren Mindestpreis hinterlegt. Man konnte das Ganze natürlich jetzt auch einfacher machen und sagen, okay, es wäre mir auf jeden Fall 120 Euro wert. Oder sagen wir 125 Euro wäre mir das Ganze wert. Weil dann brauche ich nicht immer vor dem Computer sitzen. Und der Computer würde jetzt, wenn der Mindestpreis auf 100 Euro wäre, dann würde er sowieso erst bei 101 Euro wegstarten. Gell? Also gehen wir mal einfach 125 Euro ein und schauen, was passiert. Aha, wo ist jetzt? Aha, jetzt haben wir da Bieter und jetzt sind wir Höchstbietender. Ja, mit 120 Euro. Warum 120 Euro? Weil da ein Mindestpreis mit 120 Euro hinterlegt war. Und wenn man jetzt einen höheren Preis eingibt, dann startet das vom Mindestpreis weg. Das heißt, 120 Euro zahlen wir jetzt. Sollte einer 122 bieten, dann sind wir mit 123 wieder Höchstbietender, weil ja der Computer für uns mitbietet. Also man braucht nicht vor dem Computer sitzen bleiben. Man kann auch den Preis eingeben, den sein Wert ist. Jetzt haben wir da eine E-Mail bekommen und das schauen wir uns an. Da haben wir, hallo Stefan Böll, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Höchstbietender für das folgende Angebot, Testkatze. Schauen wir uns das an, dann geht das wieder auf und wir haben die Seite, also so einfach geht das.
Jetzt versuchen wir mal, die Testkatze, was passiert, wenn es ein anderer überbietet. Ja? Dann nehmen wir eine mit. Moment. Okay, wie das übliche, Seite schaut immer so aus, egal mit welchem Namen man reingeht. Wir gehen jetzt auf Auktion, jetzt sind wir ein anderer Bieter. Gehen auf die Testkatze. Und jetzt machen wir mal zuerst das, was ich vorher erklärt habe. Mir geben wir jetzt einmal 122 Euro. Gibt das Gebot an, also gibt kein Eurozeichen oder Beistrich ein, sondern nur die Zahl. Schatz, und da steht jetzt, wir haben 122 geboten und da steht jetzt, Sie wurden überboten, 123 Euro. Und da steht wieder, also der Stefan Böll hat einmal geboten, höchstbietend, da ist aber wieder der Stef 48. Schauen wir, ob wir eine E-Mail gekriegt haben. Ja, dauert ein bisschen. Normal müsste jetzt schon das E-Mail da sein, dass wir überboten worden sind und wieder höchstbietender sind. Dauert. Ja. Aber die Juk-Mail nichts dabei, das wäre oft, dass man im Spamfilter landet, könnte auch manchmal passieren. Wird jetzt ein bisschen länger dauern, egal, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir mit 123 haben wir es nicht gesteigert, jetzt gehen wir ein 126. Schauen wir, was passiert. Aha, Sie sind derzeit Höchstbieter. Kann man das lesen? Also mit 126 Euro, Stefan Böll ist wieder Höchstbieter. Ja. Also normal bringt er jetzt die E-Mails, ja, yeah, sind es da. Da ist jetzt ein Hallo Stefan Böll, Sie wurden überboten, klicken Sie hier. Also wenn Sie jetzt da draufklickt, dann seid ihr automatisch auf der Seite und könnt es weiterbieten. Gehen wir nochmal zurück, schauen wir uns das andere an. Da ist jetzt die Nachricht, hallo Stefan Böll, herzlichen Glückwunsch, Sie sind höchstbietend dafür das folgende Angebot, Testkatze. Ja. Jetzt gehen wir aber mal auf den Link drauf, ich habe zwar schon ein Fenster offen, das ist normal nie gut, wenn man zwei auf hat, da kriegt man einen Wirbel. Okay, da sind wir ja höchstbietend da. Darum, weil es eben schon auf ist, ich müsste jetzt da zurückgehen, da rausgehen. Und dann müssen wir uns da neu anmelden in dem Fall. Oder jetzt könnte es gehen. Moment. Wenn wir abgemeldet sind. Das ist wieder der Stefan Böll wie vorher. Naja, das sind, wenn wir zweimal auf, da haben wir es nur einmal auf. Eben. Da haben wir es noch einmal auf. Okay, man sollte immer noch einmal angemeldet sein. Wir geben jetzt da aber ein Gebot ab mit 130 Euro. So, was ist passiert? Wir haben 130 eingegeben, sind aber höchstbietend damit 127. So, wenn jetzt der andere eben das Spiel geht, bis eben die Zeit abgelaufen ist, und man braucht nicht sitzen bleiben, der Computer bietet einen mit. Aber ihr seht, das ist keine Hexerei, das ist nichts Schwieriges. Das geht sehr, sehr, sehr einfach. Aber die Mails sind auch schon wieder da. Sie wurden überboten, bleiben Sie dran, Sie sind höchstbietend da. Funktioniert alles. So einfach geht Steigern auf fiwe.com. Liebe fiwe-Freunde, wenn ihr noch Fragen habt, ruft mich einfach an. Servus, Pfiat, euer Stefan.